So sieht Ihr neuer Therapeut aus. Im Simmental im Kanton Bern wird sogenanntes Pferdegestütz-Coaching angeboten. Das richtet sich an Leute, die etwas über sich lernen wollen. Zum Beispiel, wie sie mit einer speziellen Situation umgehen können oder wie man nach einem Burnout zurück ins Leben findet. Ich bin hier, für mich selber zu finden, wie ich umgehen mit dieser Situation. Ich hoffe, dass ich da irgendwie fast ein Tool könnte mitnehmen könnte, das mir aufzeigen könnte, wie ich mir den Alltag vereinfachen könnte, mehr Raum zu schaffen als solches. Meinen Selbstschutz aufzubauen. 5 Personen haben heute Morgen am Seminar teilgenommen. Sie alle kennen sich nicht. Ihnen gemeinsam ist aber, sie sind mit ihrer momentanen Lebenssituation unzufrieden. Das Coaching richtet sich an alle, die etwas über sich selber lernen wollen. Das kann jemand sein, der im Moment im Leben irgendwo an einem Punkt ist, wo er gerade nicht weiter weiss. Das kann ein Jugendlicher sein, der vielleicht auf der Suche ist, nach was er in seinem Leben machen möchte. Es kann jemand sein, der vielleicht einen Nervenzusammenbruch hatte oder der vom Burnout ist. Man kann so präventiv machen. Teilnehmer erzählen im Seminar in der Gruppe, was sie an sich selber stört. Der Coach sucht dann für jeden Teilnehmer eine maßgeschneiderte Aufgabe mit der Ross raus, die muss gelöst werden. Zum Beispiel setzt sich ein Teilnehmer mit einem Stuhl zu der Ross rein. Wenn sie sich ihm annähern, läuft er mit dem Stuhl an einen anderen Platz. So stärkt er seine Abgrenzung von äußeren Einwirkungen. Nachdem die Aufgabe gelöst ist, wird im Plenum besprochen, wie sich der Teilnehmer selber, aber auch wie er von allen anderen wahrgenommen worden ist. Es ist aber noch gut, so einen Input zu bekommen von anderen Leuten über dich selber, dass du nachher eigentlich quasi ein bisschen wie eine Standortbestimmung machen kannst. Das außergewöhnliche Training ist nicht ganz billig. Ein Therapietag kostet rund 400 Franken. Trotz der hohen Kosten ziehen die Seminarteilnehmer grösstenteils ein positives Fazit. Alle nehmen zumindest eine noch nie gemachte Erfahrung mit heim.